In letzter Zeit haben wir verschiedene Anfragen, da geht es um die Frage Kombination Direktzusage, Pensionszusage einerseits und pauschal dotierte Unterstützungskasse. Was wir davon halten? Das ist nämlich eine schwierige Frage, vor allem dann schwierig, wenn das Unternehmen schon eingerichtet hat und man gar nicht weiß, warum haben sie es eingerichtet. Aber grundsätzlich kann man dazu sagen, es sind beides Innenfinanzierungswege, es sind beides versicherungsfreie Systeme, von daher sind beide Systeme sinnvoll. Wir wenden auch beide Systeme an. Wir kombinieren es in der Regel nicht, weil wir einfach nichts davon halten, weil wir das einfach von den Gebühren her für absolut überdimensioniert. Es macht einen Haufen Aufwand, sind einen Haufen Verwaltungskosten. Das rechnet sich rein gebührenseitig nicht. Was aber das Interessante daran ist, grundsätzlich, ich habe ja Trennung in der Regel von arbeitnehmerfinanzierter Zusage und arbeitgeberfinanzierter Zusage. Das macht grundsätzlich Sinn. Das ist auch arbeitsrechtlich möglich, das so zu trennen und das so entsprechend zu verwalten und zu gestalten. Aber ich kann natürlich auch im Rahmen einer pauschal dotierten Unterstützungskasse arbeitnehmerfinanziert und arbeitgeberfinanziert trennen. Mit moderner Verwaltungssoftware, auch ohne weitere Kosten, als ob das eine Zusage sind oder zwei Zusagen, der Aufwand ist hier nicht mehr in der Verwaltung. Es macht auch dann Sinn, wenn man vielleicht die Flexibilität hineinbringt und sagt, ich habe einerseits hier Kapitalabfindungen, Kapitalzusagen und ich habe andererseits Rentenzusagen. Auch da macht nämlich so eine Trennung Sinn. Und man kann es durchaus so gestalten und hat auch eine Flexibilität im Kapitalabfluss. Aber auch das geht wieder allein mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Kann ich arbeitgeberfinanzierte Zusagen als Rentenzusagen, arbeitnehmerfinanzierte als Kapitalzusagen und umgekehrt gestalten. Ich kann das Ganze natürlich auch mit der Direktzusage so gestalten und hier auch zwei Zusagen gestalten und hier auch das eine als Kapital, das andere als Rentenzusage zu gestalten. Also aus unserer Sicht gibt es hier keinen Grund dafür, warum dass man das tun sollte. Vielleicht in Nuancen eine kleine Optimierung von Steuereffekten, die in der Regel aber mit Verwaltungskosten und dem immensen Verwaltungsaufwand, der in der Regel bei so einem komplexen System dahinter steht, in keiner Relation und in keiner Beziehung steht. Und von daher gibt es auch durchaus natürlich Möglichkeiten, dass man solche Systeme auch saniert, solche Systeme zusammenführt, auf einen Durchführungsweg zusammenführt, muss man sich steuerlich immer betrachten, wie alt ist das System schon, was hat es für steuerliche Auswirkungen, wie sinnvoll ist es so zu gestalten.